besiegst ihn fast auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine schwarze Karte gesehen, wo ich überlegt habe, ob ich sie mit in mein Deck aufnehme. Mit du kannst das Spiel nicht verlieren. Und die Karte ist Hexproof. Boah, ekel. Und du verlierst das Spiel nur, wenn die Karte zerstört wird. Was faktisch nicht möglich ist, weil es eine Verzauberung ist und sie ist Hexproof. Eine Verzauberung, die Hexproof ist? Na doch, wenn du irgendwie alle Verzauberungen oder so indirekt kannst du es ja zerstören. Du darfst bloß nicht diese direkt auswählen. Du kannst natürlich auch sagen, der Gegner opfert eine Verzauberung oder sowas. Dann das geht dann wahrscheinlich, geht schon, ja. Aber das ist aber auch die einzige Möglichkeit. Da musst du echt Glück haben. Also der Gegner muss das im Deck haben und dann auch noch ziehen. Und wer hat sowas im Deck? Also. Achso, wir müssen neuen Gegenstände mitbringen, die uns widerspiegeln. Ich weiß, dass es da einen Trick gibt, aber ich werde ihn nicht nochmal googeln. Was? Gegenstände mitbringen, die uns widerspiegeln? Wo bist denn du? In der Woche, Volksfest. Achso. Gute Frage, hat jetzt jeder einen eigenen Stand oder haben wir einen gemeinsamen? Wahrscheinlich einen gemeinsam, oder? Ist, ja, da haben wir doch vorhin, gerade hier habe ich doch vorgelesen bei den Tipps, dass man da möglichst unterschiedliche Sachen mitbringen soll und die möglichst gute Qualität haben sollen. Hallo Ben, ja genau. Ärzte mit, Ärzte. Hm. Aber ja. Nur Ärzte ist halt auch Quatsch. Du sollst halt Fisch, Ärzte, Anbausachen und hier Ja, nimm vor allen Dingen goldenes Zeug. Ich lasse euch entscheiden, ich weiß die Lösung noch so halb. Das wäre unfair. Hab's bei einem YouTube-Video gesehen. Es war so ein 10 Dinge, die ihr über Stardew Valley noch nicht wusstet und ich war neugierig. Hm. Ich wollte gar nicht irgendwas. Improvement und sowas. So hab ich den verbotenen Wald gefunden. Den habe ich glaube ich tatsächlich sogar selbst entdeckt. Hä? Baut irgendjemand von euch noch einen Qualitätssprinkler? Kann ich gleich machen, ja. Oder einen von diesen Ultimate Sprinklern. Kann man ja auch schon bauen. Sprinklern. Die muss man ja noch nicht bauen. Aber die, also. Ja, vergiss es einfach. Ich mach's gleich. Ja, so war's nicht gemeint. Ich meinte, vergiss den Satz, den ich angefangen hab. Hi, Matze! Oh, falsche Truhe. Was jemand bei Stardew Valley reinschaut. Matze, du bist hier falsch. Ich spiele gerade keinen Dota. Voll ungewohnt, dass jemand bei Stardew Valley reinschaut. Kein Mensch interessiert sich für Stardew. Ich meine, es ist Stardew Valley. Ja, doch, wir schon mal, ja. Ja, wir schon. Ich spiele ja gern Stardew Valley, sonst würde ich es nicht spielen, aber. Ach so? Ja. Ach so. Felix, was stehst du eigentlich hier so rum wie nicht ordentlich abgeholt? Soll ich auch eine Goldartischocke neue Saat draus machen? Nee. Aus den Golddingern, die verkaufen wir. Eine heben oder wir heben auf. Ja. Eine heben wir auch für wichtige Events und die anderen verkaufen wir, weil die bringen mehr Geld. Und die das Gold so bringen nicht aus. Mehr Samen. Das sieht so schwul aus. Bin ich hübsch? Bin ich nicht hübsch? Süß. Auch ein wahrer Mann hat Mut zur Schleife. Was? Die Golddinger verkaufen wir? Und was willst du auf dem Wochenmarkt dann bestellen? Nee, wir verkaufen da. Nicht alle wir behalten immer ein Goldding. Das hast du wieder vergessen, oder? Die Ansage. Ja, das habe ich vergessen. Ich ein Goldding und sechs Normale für Quests. Mukus, guck mal, wie hübsch ich bin. Ihr mögt mich doch immer noch. Ja, ihr mögt mich immer noch. Ihr seid meine lieben Mukus. Muss mal zu den Mukus gehen. Ich glaube, die kennen mich noch gar nicht. Sind sie mittlerweile mal groß genug, dass sie was abwerfen? Weiß ich nicht. Musst du gucken. Musst du mal den einen. Die sind noch klein. Wenn ich mein Real-Life-Charakter ist, nämlich gerade Nudeln, also ich. Hallo, ich hab schon gedacht, dass das du das bist. Oh, dein Mögen zählt auch für meinen Mögen. Die haben kein Herz hin, jetzt wo ich sie anklicke. Weil du gerade gefragt hast, was ich da so mache. Ach so. So, schauen wir doch mal. Oberschienen. Ich hab Heli gesehen, ich brauche eine Sonnenblume. Deswegen haben wir hier einen Vorrat. Ahornsirup haben wir auch noch. So, das kommt weg. Amaranth 6, ein goldenes. Bier können wir zum Beispiel ausstellen. Ja, wir sollten ein paar gemachte Sachen nehmen. Also, ich würde. Wie viel brauchen wir? 10? 9. Also, ich würde vorschlagen: Bier,
Honig, eingelegtes irgendwas davon. Eine goldene Sonnenblume. Eine goldene Sonnenblume können wir zum Beispiel nehmen. Wir haben sogar einen goldenen Pilz. Einen goldenen Fisch in irgendeiner Form. Einen goldenen Pilz bist du auch noch? Ist mir egal. Eine von Sommerschmuck zum Beispiel. Nein. Golden. Jetzt war ich bei Haley, wollte uns Geschenk geben und hab die Sonnenblume gegessen. Stell dir so geil vor, kommst du mit der Sonnenblume vor dir ausgestreckt, läufst du zu ihr hin, stellst dich vor sie und ham! Und ist das nom, Ding nom, nom. Hallo Haley! Die Sonnenblume schmeckt vorzüglich, Haley. Uralte Samen? Was sind denn uralte Samen? Die springen ab und an raus. Pflanze einfach. Soll ich die jetzt pflanzen, ja? Ja, pflanze einfach. Okay. Muss ich mir noch irgendwo merken, wo ich die jetzt hinpflanze, damit ich das wieder hoffe, dass das... halt bis, ich weiß ja nicht, wann Winter ist. Nach dem 28. Ich hab's jetzt schon gepflanzt. Nach dem 28. Im Spiel ist Winter erstaunlicherweise nach Herbst, Felix. Wie viele Tage? Immer noch 28. Ende des Monats. So. Ah, nee, verfeinerter Quarz brauche ich dafür. Ja, dann go for it. Verfeinerter Quarz da. Also ein Zuschauer fragt mich danach, ob heiraten der heilige Gral ist. Nein. Wie viel Qualitätssprinter brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen unten, guck mal, 4 oder 5. Okay, ich habe jetzt 3 schon mal hergestellt. Ach, ob das die schwierigste Errungenschaft im Spiel ist? Nee, das glaube ich nicht. Nö. Also wir können uns, glaube ich, im Multiplayer kann man sich sogar gegenseitig heiraten, also von daher... Aber wer will das schon? Ja, wer will schon diese komischen Vögel da heiraten? Ich nicht. Lumi? Ja? Willst du? Ich heirate dich nicht. Oh. Du redest die ganze Zeit, seit wir dieses Spiel gespielt haben, schwärmst du von Haley. Ja. Dass du sie fragen möchtest, ob sie dich heiratet. Und jetzt fragst du mich... Ja, wenn sie nicht will, genau. Ich bin die zweite Wahl als ob. Also. Felix, ich würde dich nehmen. Oder mit dem Schleifen. Ihr könnt euch ja gegenseitig heiraten. Aber ich will eigentlich Abigail. Also Felix bin ich auch nur zweite Wahl. Ich will den Selbstmordtypi. Ich will den Selbstmordtypi. Ich tue hier mal ein Bündel vervollständigen, das 5000 Goldbündel Busreparatur. Ja, mach mal. Dann müssen wir auch das 10.000, 7.500 oder so machen, ne? Die Busreparatur, ja cool, mach die. Nee, die Busreparatur kriegen wir erst, wenn wir den Tresorraum komplett voll haben. Das haben wir nicht. Aber Qualitätsdünger haben wir jetzt 30 mal. Wir brauchen bloß noch das Bündel mit 10G und das Bündel mit 25.000. Dann ist der Bus repariert. Du meinst mit 10.000, 25.000, ne? Was mache ich denn jetzt noch? Also 35.000. Ich hack noch ein paar Bäume. Kann man nicht bekommen. Ich glaube, es stehen gar keine Bäume mehr, die sind alle schon umgehackt. Ja, deswegen gehe ich jetzt in den Wald. Jetzt haben wir noch ein paar Brombeeren. Ach verdammt, ich hab doch... Bäume. Ich muss auch George den Rubin vorbeibringen. Na dann, go for it. Georgie, ich komm zu dir. Wer war denn? Ach, George war in dem Haus. Ja, da kommst du doch rechtzeitig hin, glaube ich. In welchem Haus war George? Das ist doch der mit dem Rollstuhl, oder? Stimmt. So, und was wolltest du jetzt gucken, Lumi? Beim Abenteuergilden? Achso, ja, warte. Ich komm. Wo bist du denn? Bist du in der Abenteuergilde? Ja, ich bin jetzt in der Abenteuergilde. Ist dann da, dann warte bitte noch eine halbe Minute. So ganz reingehen in die Abenteuergilde. Ja. Und guck mal, da gibt es so ein Worksheet an der Wand irgendwie. Ja, 167 Schleime. Du hast 167 Schleime getötet. Ja. Okay, das langt schon. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ja, das sieht nach einem weiteren düsteren Tag aus. Moment, bis ich komme. Ja, das dauert. Oh, also hast du mein Gesuch gesehen? Die Anzeige, vielen Dank. Alter, als ob du das wüsstest. Hier ist etwas für deine Mühen. Diese Anspielung, wenn dann machst du wenigstens wirklich mit Knowledge, aber nicht einfach so. Am besten war heute wieder habe ich auf Program gelesen, in einer Anzeige. Danke, sieht nett aus. Ihren Smart zum Brennen gebracht, indem sie ihren Turbo, also die Turboentlüftung mit Benzin geflutet hat. Ja, aber das ist auch bei dem Smart echt fies, weil die Entlüftung ist hinten und sieht aus wie ein Einsteckding. Ja. Okay, also, aber man müsste halt stutzig werden, wenn man die Abdeckung irgendwie übel aufheben muss. Du hast 167. Mhm. Ich habe 186, also zählt es unterschiedlich. Echt? Cool. Ja.
Das ist halt jetzt nur für Ben scheiße. Warum? Weil? Muss ich sonst so 400 schaffen? Für ja, irgendwas? Du kriegst halt irgendwelche Boni dann, wenn du das machst. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, ob krieg, es Boni krieg sind, Kampfboni, ich krieg halt Kampflevel. Nee, man kriegt halt auch mehr Energie, glaube ich, zum Teil oder sowas, was dir ja eigentlich auch beim Farmen helfen würde. Hm. Irgendwann brauchst du beim Farmen kaum noch Energie, von daher scheiß drauf. Du, whatever you like or not like. So, was brauchen wir jetzt? Eigentlich brauchen wir Eisen. Hauptsächlich Iridium. Ja, dann müssen wir den Bus reparieren. Ja, das. Ja. Das ist besser, aber wir kriegen doch auch Iridium weiter unten, oder? Ja, aber zu einer Wahrscheinlichkeit, die wirklich abstrus ja, ist. Okay. Was ist, Benny? Nix. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. Das hat niemand gerade gespoilert, was man dort kriegt. Man kriegt da Iridium. Ja, ja, das kriegt man nur in der Mine unten. Spoiler. Das ist ja kein Spoiler. Doch, dass man das dort viel besser kriegt. Hast du gerade gespoilert. Ja. Du definierst Spoiler aber auch scheiße eng. Also eigentlich ist Spoiler ein Storyteller. Und genau. Nee, irgendwas vorher verraten, was man noch nie dann weiß. Dann würden wir nie vorankommen. Doch, man spielt halt einfach. Man spielt halt einfach, ja. Ja. Und was du entdeckst du halt. Was nicht entdeckst, hast halt Pech gehabt. Ja. Klingt komisch, ist aber so. So hat man früher Spiele gespielt. Echt? Ja, aber es ist doch schade, wenn du ein Spiel, also ich meine, klar, wenn ich das Spiel jetzt die nächsten 3 Jahre spiele, aber dann beschließe aufhören, es zu spielen, weil es ja nichts mehr zu entdecken gibt, dann würde ich von vorher vielleicht nochmal nachgucken, ob ich aber irgendwas vergessen. Aber es sieht nicht so aus, dass ich das jetzt demnächst aufhöre. Ja, aber es sieht auch nicht demnächst aus, als ob wir das 3 Jahre im Koop spielen. Warum nicht? Dann sind wir ja schon im ersten fast. Wenn es gibt zum Beispiel noch Forza Horizon. Ja, du hast nur den dritten Teil, ja? Ja, du hast kein Geld für irgendwas anderes. Ich hole mir im Dezember als mein Weihnachtsgeschenk, werde ich mir das holen. Ja, da bin ich ja gespannt. Die Ultimate Edition dann mit DLCs oder die normale Edition? Gucken, wenn. Übrigens, könntest du es aktuell sogar kostenlos spielen, ne? Du kannst den Game Pass, ich glaube, 14 Tage kostenlos testen und da ist es drin. Okay. Aber halt nur 14 Tage lang. Das ist der Felix Forza Horizon, hat Ben schon keine Lust mehr, es zu spielen. Das kann durchaus passieren, aber Benny hatte das Forza Horizon 3 zum Beispiel mir vorgeschlagen, wo es auch schon ziemlich abgeklungen war. Also. Und da habe ich nochmal mit dir gespielt. Ja, eben. Ben hat immer so Hardcore-Phasen, ne? Du suchst dann so ein Spiel so ein, zwei Wochen eigentlich nur extrem. Oder. Felix, guck mal, das Spiel ist cool. Dann zocken wir das 1-2 Wochen zusammen und dann so, Nee, das ist das. Passiert aber auch ganz oft, dass ich sage, guck mal, das Spiel ist cool, dann guckt da jemand rein und sagt, ja, das Spiel ist cool, dann wird es nie wieder zusammen gespielt. Und ich denke mir so, okay, schade. Ich sag dir wenigstens direkt, wenn ich Spiele nicht spielen will, wie Parfus Exile zum Beispiel. Das ist schon wieder 0 Uhr. Jupp, ich habe keine Energie mehr. Der schickste Mann des Landes kommt zurück. Ist auf dem Weg nach Hause. Da. Wer ist denn der schickste Mann der Welt? Des Landes, habe ich gesagt, ja, das ist eindeutig ich. Diese Schleife macht mich zum schicksten Mann des Landes. Ich habe heute einen älteren Herrn gesehen, also einen Rentner in einer Bomberjacke. Mit Schleife. Eine alte Oma in Lederhose, wo ich mir so dachte, what the fuck? Ja, lieber Felix, wir kommen jetzt in ein Alter, wo auch unsere Sachen, die wir früher als cool empfunden haben, von alten Menschen getragen werden. Wie geht's? Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, ich bin fast 30. Doch, und bei Roller. Hab bunte Haare, ja. Also ich habe früher immer gedacht, die Leute, die so 30 waren und bunte Haare getragen haben, ich gedacht, oh Gott, wie blöd ist das denn? Leute mit 30, die dann irgendwie meinen, sie müssten noch grüne oder blaue Haare haben. Also. Hey, du hast doch letztens gar keine bunten Haare, wo ich dich gesehen habe. Hast du neue Haarfarbe? Sie sind immer noch blond-grün, aber das sieht man durch die Cam nicht so richtig. Ach so, das sieht nämlich nach braun aus auf der Cam. Wonach sieht das aus? Nach ganz normal schwarz. Dunkelbraun, fand ich. Ja, ich hab dir, das sind zwei Farben, das sind blond-grün. Ja, Laufbursche. Felix hat auch Laufbursche erhalten. Hä, warum das? So, warte mal. Keine Ahnung, das ist eigentlich, wenn du Aufträge abschließt. Hier. Was hier? Ich will mal in meinen Kanal gucken. 2 Sekunden Haarstrahl. Oh, eingelegte Blumenkohl bringt ja ordentlich Kohle. Niemand guckt, Lumi. Merkst du was?
Ja, es ist ja nur ein Zuschauer. Wahrscheinlich bist du das, Felix. Nein. Nee, hat nicht vorhin jemand reingeschaut bei dir? Hast du das nicht gesagt? Ja, die sind schon wieder weg, aber das sind ja eigentlich auch die Dota-Leute. Schweinerei. Die sollen immer die Treue halten, diese treulosen Schweine. Eben. Die mögen ja nicht mich, die mögen Dota. Ach, Quatsch. Also wären sie ja geblieben. Die haben alle Hallo gesagt und dann sind sie wieder verschwunden. Ja, die wollten wissen, ob du dann noch danach Dota machst. Ich habe keiner von denen gefragt, ob ich heute noch Dota spiele. Heute regnet es übrigens. Ja, weil die gesehen hat, dass du Stardew Valley spielst, hat sich das Thema ja erledigt. Das war dann so ein, okay, wir sagen mal Hallo, weil es ist ja Lumi, aber... Oh, ich habe Forellensuppe gelernt. Die spielt ja was ganz anderes. Ich hätte auch nicht sagen dürfen, dass sie alle abhauen sollen, weil ich spiele ja Stardew und kein Dota. Die Geister sind leicht verstört. Guckt euch Stardew Valley an, das ist viel geiler als Dota. Das wäre zwar eine glatte Lüge, aber... Nee, finde ich nicht, das ist schon ziemlich ehrlich. Das ist auf jeden Fall besser als Dota. Geschmackssache, sprach der Affe und ein bisschen die Kernseife. Die Kernseife habe ich noch nicht gehört. Echt nicht? Nee. Ich glaube, ich kenne den Spruch anders. Wie kennst du ihn denn? Ich weiß aber nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es bei uns ein anderer. Dass es nicht die Kernseife ist. Ja, irgendwie so wie Zitrone oder so ein Shit war. Bei uns. Die Kernseife macht das Ganze viel witziger. Die macht es ein bisschen extremer. Ja. Oh, jetzt müssen wir heute ja nicht gießen und gar nichts machen. Das ist ja eigentlich nur gut. Wir müssen Weizen nicht mehr anbauen. Warum? Weil wir 10 Stück haben. Ich bringe die schnell zum Gemeindezentrum. Ich habe doch schon gesagt, dass wir Weizen, dass wir da 10 Stück haben, aber da hast du wieder nicht reagiert. Habe ich nicht zugehört. Ja, habe ich gemerkt. Herzlich willkommen bei Stardew Valley. Ohne Mist, es würde dich doch auch total verblüffen, wenn es plötzlich jemand gäbe, der bei dir zuhört. Es würde mich total verblüffen, wenn du zuhörst. Das ist eher der Punkt. Moment mal, der Felix hört auch nicht zu. Und du hörst mir auch nie zu, wenn ich irgendwas sage. Ich war gerade mir einen Arschschlag holen, tut mir ja echt leid. Felix hat eine Ausrede, er muss kochen, ja. Was ist auch eine Ausrede, mich mit ein Geschwafel einfach. Das ist keine Ausrede, das ist eine Meinung. Und eine Beleidigung. Ich bin ja wohl der wichtigste Mann hier im Teamspeak, im Discord. Was ist denn da los? Kira, die Nicole redet gerade mit der Kira, weil die Kira anscheinend oben im Flur auf der Anrichte, auf dem Schrank, jetzt gerade sich schlafen gelegt hat. Und jetzt gerade Nicole rausgekommen hat und gesagt, oh, was machst du da oben? Oh. Das ist durch die Kamera und durch den Hintergrund einfach mal mega schräg. Ich habe halt Nicole noch nie so laut reden gehört tatsächlich. Ja, das war jetzt so gerade so Katzen. Nicole ja nicht mal. So katzennietlich verstellt, so, oh, was machst du da oben? Vor allem, wir kommen heim, also Nicole ist ein paar Minuten vor mir hochgegangen und dann mache ich halt die Wohnungstür auf und dann höre ich bloß so, oh, bei dem rennst du hin, aber bei mir nicht. Kam die Katze halt bei mir angelaufen, bei ihr anscheinend nicht. Tja, die weiß halt, wer gut zu ihr ist. Weiß, wer gut zu einem ist. Verteilt. Ja, ja. Denn wenn du so weitermachst, darfst du und Felix nicht mehr besuchen kommen. Ach, das so, will. Kommt ja nicht vorbei. Komm nicht so häufig bei Felix vorbei, um ehrlich zu sein. Oh, was bist denn du für ein Freund? Wir hören uns einmal in der Woche, das muss ja wohl reichen. Ja, eben. Vor allem der Alter sagt ja eben. Felix, so endlich mal auf den Müll zu wühlen. Das ist ja ekelhaft. Das sieht ja kein Mensch aus. Guck unsere Rentner an. Oh, schon wieder 2 Iridium. Aber damit kriegen wir noch keine neuen Barn zusammen. Kuhvergnügen. Oh, wir müssen noch Amaranth bringen, ne? Was, Amaranth? Das haben wir, glaube ich, schon angebaut, oder? Das ist die Lila. Oh, die sehen jetzt dick aus. Kann man jetzt vielleicht mal... Die haben jetzt zumindest Euter unten dran. Jetzt sollte man vielleicht mal versuchen zu... Ja, jetzt kannst du jetzt dran zu melken. Wenn die Euter haben, dann... Ich kann an die Euter ran! Ich kann an die Euter ran, an die Euter! Jegliches Kommentar verkneife ich. Wo ist denn der Melkeimer hin? Da unten in Utensilien vielleicht? In welchen? Da, wo auch die Angeln und so sind. Ja, den eigentlich... Ah nee, da ist er doch. Ich bin blind. Ich hätte ihn woanders reingetan. Ich hatte ihn bei den Billigbaumaterialien mit reingeschmissen. Ach so. Warte mal, jetzt melkst du die eigentlich? Hab ich doch dieses Feature für melken, oder? Ja. Ich hab Kekse gefunden im Müll. Toll. Blutmilch.
Ich persönlich esse auch immer Kekse, die ich im Müll gefunden habe. Sie haben so ein spezielles Aroma, das irgendwie ganz schön lecker ist. So nach Gammel und Moder. Nom nom nom. Am besten sind die angebissenen sind schon schön matschig und nass, ne? Machst du das nie, Lumi, mit dem Foodsharing? Ja, aber ich esse keine angebissenen Kekse aus dem... Das sind ja keine angebissenen. Alter. Machst du das nicht mit dem Foodsharing, ist schon eine geile Ansage in dem Moment. Naja, was denn? Bei mir aufregen? Und selber dieses Foodsharing betreiben, mal. Du machst ein bisschen spezielle Version von Foodsharing im Moment, ja? Das ist, was er gemacht hat, ist nicht Foodsharing, sondern Containern. Ja, so Containern, genau. Ist ja nur eine Abart davon, ist ja eigentlich das gleiche. Benni, ich Container nur. Ich werf dich gleich in den Container. Oh, die glücksbringende Schleife hat gleich mal 1000 gekostet. Was? Niemals. Die Mitte ist aus soliden Gold gefertigt. Ja. Oh, einer meiner Dota-Zuschauer hat gestern umsonst gewartet. Ich hab voll das schlechte Gewissen jetzt. Ja, Arme. Soll ich mal eine Tüte Mitleid für den Arsch machen? Oh, war die falsch. Das lache ich nicht noch aus. Ich finde das voll schade, weil ich Idiot vergessen habe, das anzukündigen, dass ich nicht da... Also ich hab's schon angekündigt, aber nur verbal. Ich muss das wirklich im Stream vermerken. Wenn ich oder nicht auf Twitter oder sowas, wo man halt wirklich mal spontan was kurz reinschreiben kann. Ja, oder Twitter. Aber die meisten haben dann kein Twitter und dann sehen sie es wieder nicht und dann ist auch blöd. Das ist nicht dein Problem. Oh mein Gott. Man kann auch auf Twitter gucken, ohne Twitter zu haben, ja. Man kann auch deinen Twitter-Account aufrufen, einmal am Tag, ohne den Account selber zu besitzen. Du meinst, dass man dann um 0 Uhr guckt, wenn ich nicht da bin, bei Twitter, ob ich irgendwas gepostet habe, was ich eigentlich gar nicht da bin. An dir hängt. Na gut, das wäre eine Option. Dann bin ich in Zukunft poste ich es auf Twitter. Mach einfach einen Link zu deinem Twitter-Profil unter deinem Stream und dann kann man doch draufklicken und dann sieht man das, wenn du was postest. Da poste ich ganz viele witzige Sachen von der Nachhilfe schon. Ja, ich hab's schon gesehen. Das ist der einzige, der mir gefollowt ist. Also, gestorben. Mein Vorrat, du bist auch die Einzige, die stirbt, ne? Mein Vorrat an Glasaugenbarsch geht zur Neige. Wenn du mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Harvey. Glasaugenbarsch. Ich glaube, das kann ich noch nicht. Da brauche ich, glaube ich, die bessere Angel. Kann das sein? Das kann sein. Die letzten 9 Ebenen der Mine. Das wird teuer, Leute. Es tut mir leid. Eigentlich darfst du wünschen. Du hast die vergessen jetzt wieder? Ja. Jetzt müssen sie wieder... Oh, ich habe eine Zwischensequenz. Mit Abigail! Ich mute euch, sorry. Ich glaube, ist okay. Oder ihr müsst leise sein. Die spielt nämlich gerade für mich auf der Flöte. Oh, wie romantisch. Oder läuft, da läuft, läuft mir gerade ins Bild, ne? Lumi, du bist gerade ins Bild gelaufen. Ihr seid hier bei mir nicht. Ja, du läufst gerade an uns vorbei. Warum bist du hier draußen im Regen? Das Wetter genießen, etwas Arbeit erledigen, das Wetter genießen. Ich könnte dich das gleiche fragen, das Wetter genießen. Ja, du bist bestimmt jemand, der diese düstere Atmosphäre zu schätzen weiß. Ich bin hergekommen, um ein wenig Zeit allein zu verbringen. Oh, weia. Aber ich habe nichts gegen deine Gesellschaft. Du wirst komplett nass. Komm, stell dich unter den Baum. Sehr schön, wie du das erzählst. Es ist unmöglich, dieses Gefühl zu beschreiben, den murmelnden Regenschleier über dem ruhigen See zu betrachten. Hey, eine Mini-Harfe! Du bist voller Überraschung, Ben. Ich bin beeindruckt. Ich wusste gar nicht, dass ich Harfe spielen kann. Oh, naja. Aber jetzt spielen wir zusammen. Oh. Was? Und ihr spielt Flöte zusammen. Sie spielt Flöte, ich spiele Harfe. Oh Gott, wie romantisch. Ich dachte, ich spiele auf deiner Flöte. Fe,
Felix, no. Einfach no. Ich find's lustig. Na Gott, ey, deine arme Freundin. Wie hat die das so lange mit dir ausgehalten? Ich wäre schon längst weg. Ich sitze immer da so. Aber oh, toll, ich habe mein Schwert verloren. Bei der Aktion. Oh, herzlichen Glückwunsch. Naja. Kaufst du dir halt neues. Ja, wir haben ja keine mehr. Kaufst du dir halt ein neues. Demnächst passe ich definitiv besser auf. Aber da hat sich irgendwas halt im See bewegt, wo wir hier gespielt haben, in der Zwischensequenz. Ein Monster. Das ist ein Monster. Nee, das waren mehr so mehrere kleine Sachen. Mehrere kleine Monster. Das sind mehrere kleine Monster. Es sind Wasserraptoren, Hilfe! Mach's gut, John. Der Don Bon John guckt bei dir jetzt immer rein. Nee, John Awesome Dota guckt bei mir rein. Auch ein Dota-Spieler. Ja, hab ich mir jetzt gedacht bei dem Namen. Wieder jemand, der nur kommt, um zu sagen, wann spielst du Dota und geht. Yes. Der hat jetzt wirklich gefragt, wann spiele ich Dota und ist gegangen. Ein 80 cm Zwergwels erstmal gefangen, ja. Ich bin geknickt, ich habe mein Schwert verloren. Und Dota verpennt gestern anzukündigen, richtig? Ja, heißt verpennt. Ich war halt erst um 2:30 von einer Freundin zurück und dann hatte ich einfach keinen Bock auf Dota. Zu faul, um das anzukündigen, ordentlich. Ja, nee, ich hab's einfach verpeilt, das anzukündigen. Ja, das ist das Problem, wenn man regelmäßige Streamzeiten macht. Man muss wieder aufpassen, dass man, wenn man unregelmäßig ausfällt, dass man das ändert. Oder ansagt. Kurze Frage. Ich hab's einen Tag vorher angesagt, aber da war er halt nicht da. Kurze Frage, warum liegt eigentlich Grünalge, Paprika-Popper und eine Torte im Material? Weil kein Schwein wusste, wo man sie ansonsten... Grünalge hatte ich keine Idee, wohin sonst. Und die Torte liegt einfach nur da, wenn man die dort nehmen kann zum Essen für Energiehungrige. Ja, das Energietonikum ist für später ganz gut. Ja, aber die Torte kannst du auch für Energie benutzen. Oh, ich habe einen Glasaugenbarsch gefunden. Sehr gut. Glückwunsch. Den habe ich doch gerade hier. Lieferung an Harvey. Wer ist ein Harvey nochmal? Soll ich sie googeln? Ich kann einfach nachgucken. Nee, Harvey ist... Den Beziehungsstatus. Nee, das ist ja George. George. Wer war denn Harvey? Der Arzt vielleicht? Ja, Harvey ist der Arzt. Aber du leckst inzwischendurch immer ein bisschen meine gute Lumi. Du bist komplett Roboter. Ja. Oh, okay, alle. Wollen wir den Discord wechseln? Ich hab kein Wort verstanden. Oh. Hallo? Ist jetzt wieder besser? Ja. Okay, dann hat Discord gerade Probleme gehabt nur. Okay. Ich wollte wissen, ob wir den Discord so überwechseln wollen. Ja, ich habe nur verstanden. Dann dachte ich, okay, will er den Discord-Server wechseln, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So. AW, du müsstest doch gerade hier rauskommen. Ach, gebe ich dir morgen. Scheiß drauf. Ich habe mein Auto in die Familiengruppe reingestellt. Und mein kleiner Bruder hat geschrieben, so, Sportfahrwerk ist schon bestellt. Wieso das? Für euren VW. Ja, ich hatte da früher ein Sportfahrwerk im Golf 3 drin. Ja, und warum schreibt ihr dann jetzt Sportfahrwerk ist schon bestellt für den Fabia? Weil er einen Scherz machen wollte. Ich verstehe den Schatz nur nicht. Weil ich ja mir ein neues Auto geholt habe, damit ich halt ein bisschen Komfort habe. Ach so. Zudem darf ich an meinem Auto keine baulichen Veränderungen vornehmen. Bis es abbezahlt ist? Richtig. Ach so. Mhm. Ja gut, das ist logisch, wegen Werterhaltung zum Quatsch. Ja. Kann jetzt mal bitte der Letzte ins Bett, danke. Ja, ich wusste nicht, dass ihr beiden schon schlaft. Ja, das kam gerade beim Robotermäßigen nicht so durch. Habe ich auch nicht gesagt. Ich bin einfach ins Bett. Doch, dann sag das doch an. Ben geht meistens am frühesten ins Bett von uns allen.